Es ist eines der ambitioniertesten Bauprojekte aller Zeiten. 300 Inseln, über 10 Milliarden Dollar Baukosten, 300 Millionen Kubikmeter Sand. Ein gigantisches Projekt, um gegen die Kräfte des Meeres anzukämpfen und neues, begehrtes Land zu erschließen. Eine künstliche Inselgruppe sollte es werden und nicht weniger als die Kontinente der Erde selbst sollte es darstellen. Daher trägt dieser Ort auch den bescheidenen Namen The World Islands. Ein Ort zum Leben oder zum Urlaub und Geschäfte machen. Und das alles nur ein paar Minuten mit dem Helikopter oder dem Schnellboot vom Zentrum Dubais entfernt. Es sollte ein weiteres Puzzlestück in den Bemühungen der Regierung des kleinen Landes sein, seine kurze Küstenlinie maximal zu nutzen und mit künstlichen Inseln und Halbinseln Platz für immer mehr Luxushotels und Resorts zu schaffen. 2003 wurde mit dem Bau begonnen und schon kurz darauf wurden die ersten Werbefilme produziert, die das Projekt als die neueste Attraktion am Persischen Golf angepriesen haben. Entsprechend dem Motto sollten die verschiedenen Inseln die Kulturen der Kontinente repräsentieren. Es sollte nicht weniger als die Miniaturdarstellung der gesamten Welt werden. Zugegebenermaßen aber eine sehr luxuriöse Darstellung. Inzwischen sind 20 Jahre seit dem Baubeginn vergangen und von dem ursprünglichen Traum ist nicht viel umgesetzt worden. Die wenigen wirklich fertiggestellten Inseln sehen fast lächerlich aus inmitten der kahlen Sandbänke und das obwohl die Begeisterung für das Projekt zu Beginn riesig war und mehr als die Hälfte der Inseln bereits nach kurzer Zeit verkauft waren. Trotzdem will heute fast niemand hier bauen. Was ist hier also passiert? Die World Islands sind ein typisches Beispiel für die Entwicklung der Golfregion und besonders der Vereinigten Arabischen Emirate. Die arabische Halbinsel ist ein Ort, an dem bis vor wenigen Jahrzehnten noch deutlich kleinere Brötchen gebacken wurden. Die Region gehört zu den wasserärmsten Regionen der Erde und wird zu einem wesentlichen Teil von Wüste geprägt, die sich bis an die umliegenden Meere erstreckt. Landwirtschaft und Viehzucht sind daher nicht im großen Stile möglich und so lebte ein wesentlicher Teil der Bevölkerung vom Fischfang und vom Handel. Und so entstand auch Dubai als ein bescheidenes Fischerdorf mit wenigen hundert Einwohnern. Ein britischer Marinegutachter beschrieb die junge Stadt 1822 folgendermaßen. Nur etwa 1000 Menschen leben dort in einem ovalen Dorf, das von einer Lehmwand umgeben ist und in dem Ziegen und Kamele herumlaufen. Es gibt nur zwei Wege, die aus dem Dorf herausführen. Der eine zu einem schilfbewachsenen Bach und der andere in die Wüste, bis er schließlich auf einer Karawanenroute mündet. Das Leben in dieser Stadt war sicherlich weit entfernt von dem Luxus, den Dubai heute zu bieten hat. Aber es hatte bereits einen wesentlichen Vorteil, der sich in der weiteren Entwicklung als nützlich erweisen sollte. Denn wie bei Immobilien geht es auch bei Städten fast nur um eine Sache. Lage, Lage und nochmals Lage. Und Dubais Nähe zum Iran und zu einigen der wichtigsten Ost-West-Handelsrouten machte es schon bald zu einer aufstrebenden Hafenstadt, welche die Fischerei als Hauptversorgung schnell hinter sich ließ und fortan ihre Geschäfte mit dem Handel von kostbaren Waren machte. Bis in die 1930er war Dubai einer der Hauptexporteure von Perlen. Der Perlenhandel wuchs so dramatisch an, dass er einen viel zu großen Anteil an der Wirtschaft der Stadt ausmachte. Das brachte zwar vielen Einwohnern einen schnellen Wohlstand und ließ die Stadt auch schnell wachsen, man machte sich aber zu sehr von einer einzigen Ware abhängig und ging damit ein großes Risiko ein, falls der Perlenhandel irgendwann nicht mehr so gut laufen sollte. Ein Szenario, das sich im Laufe der Geschichte von Dubai mehr als einmal wiederholen sollte. Denn als die große Depression und die Entwicklung von Zuchtperlen in den 30er Jahren begannen, stürzten diese beiden Ereignisse die Stadt in eine tiefe Krise, die Armut und eine Abwanderung großer Teile der Bevölkerung zur Folge hatte. Doch wenige Jahrzehnte später sollte sich nach den Perlen eine weitere lukrative Gelegenheit für Dubai ergeben, Geld zu verdienen. Denn 1966 wurden große Mengen an Öl gefunden, die ein neues Zeitalter in der Entwicklung der Stadt einläuteten. Dieses Öl ermöglichte es dem Emirat wieder massiv zu wachsen, weil die Förderung des Öls viele Arbeiter in die Stadt zog. Und wieder wiederholte sich die Geschichte und man war zu sehr auf eine einzige Industrie angewiesen. Bis zu 50% der Wirtschaft bestanden zwischenzeitlich aus der Förderung und Weiterverarbeitung von Rohöl. Trotzdem sind die Ölreserven von Dubai nicht mit denen anderer Emirate in der Golfregion vergleichbar. Denn allein 96% der Ölreserven der Vereinigten Arabischen Emirate liegen in Abu Dhabi und nicht in Dubai. Daher war das Öl auch nur eine Übergangslösung, was den Herrschern von Dubai wahrscheinlich auch immer stets bewusst war. Dadurch waren ihre Geldspeicher zwar bis unters Dach gefüllt mit dem Geld aus den Ölexporten,
aber sie wussten auch, dass sie dieses Geld sinnvoll einsetzen mussten, um die Wirtschaft zu diversifizieren und somit langfristig für Wohlstand zu sorgen. Und das taten sie auch und investierten das Ölgeld mit beiden Händen in Infrastrukturprojekte wie den Hafen Rashid und später den noch deutlich größeren Hafen Jebel Ali. Gleichzeitig wurden große Summen in den Bau von Touristenattraktionen gesteckt und die Regierung bemühte sich, auch mit steuerlichen Vergünstigungen, ein Klima zu schaffen, was globale Investoren und Firmen anzieht, um sich in Dubai niederzulassen. Ziel dabei war es, eine Stadt zu schaffen, die sich mit Städten wie London, New York und Tokio messen kann. Und das ist zumindest auch teilweise gelungen. Ende der 1990er und Anfang der 2000er gab es einen regelrechten Dubai-Boom. Weltbekannte Gebäude wie das Burj Al Arab und das Burj Khalifa wurden gebaut. Immobilienpreise schossen in die Höhe und weil niemand in der Wüste leben wollte und der einzige begehrte Platz an der Küste ist, stiegen besonders diese Grundstückspreise in astronomische Höhen. Dafür musste eine Lösung gefunden werden. Mit einem Selbstvertrauen, das rückblickend betrachtet schon sehr erstaunlich ist, wurden also künstliche Inseln und Halbinseln geplant, die dieses Problem lösen und mehr von dem so begehrten Wohnraum schaffen sollten. Die erste Palminsel Palm Jumeirah wurde errichtet und entwickelte sich gut, zumindest ökonomisch betrachtet. Was die ökologischen Folgen von so massivem Terraforming angeht, darf man dieses Projekt sicherlich kritisieren, aber die Grundstücke verkauften sich rasend schnell, wodurch die Machthaber von Dubai das Projekt als Erfolg verbuchen konnten. Und was macht man, wenn ein Konzept funktioniert? Man kopiert es, immer und immer wieder. Es wurden zwei weitere Palminseln geplant. Dazu weitere kleine Inseln, zum Beispiel in Form eines Seepferdchens und als Krönung des Ganzen The World, als ultimativen Beweis für Dubais Größe. Eine Nachbildung der Erde, in der man Essen und Kultur aus verschiedenen Ländern der Welt erleben kann. Und genau wie bei Palm Jumeirah verlief das Projekt auch erst einmal nach Plan. 2003 begann das Staatsunternehmen Nakheel mit dem Aufschütten von Sand und die ersten Inseln begannen sich zu formen. Bis 2008 sollte das Projekt schon abgeschlossen sein. Es wurde sogar wegen der hohen Nachfrage die Anzahl der Inseln noch einmal von 200 auf 260 angehoben. Und noch bevor überhaupt der Bau der Inseln abgeschlossen war, wechselten schon die ersten ihren Besitzer. Einer der ersten Menschen, der eine dieser begehrten Inseln sein eigen nennen durfte, war interessanterweise der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher, der vom Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum persönlich eine Insel zum Geschenk bekommen hat. Wenn die Artikel zu diesem Geschenk stimmen und Google Maps es richtig anzeigt, dann ist das hier die Insel von Michael Schumacher. Eine Insel, die ursprünglich als Demonstration dienen wollte, wie eine vollentwickelte Insel aussieht. Damit ist sie auch eine der wenigen Inseln, die tatsächlich bebaut ist. Ich glaube aber kaum, dass sie aktuell von irgendjemandem bewohnt wird. Es wäre auch irgendwie ein trauriges Leben, das man dort führen würde, so ganz ohne Nachbarn. Das Geschenk an Schumacher war sicherlich auch als Signal an andere Interessenten gedacht und so gab es kurz darauf auch Spekulationen, dass Brad Pitt und Angelina Jolie eine Insel gekauft hätten, was sich aber letztendlich als Falschinformation herausgestellt hat. Verkauft wurden die Inseln aber trotzdem. Als die Sandaufschüttungen abgeschlossen wurden, waren 70% von The World bereits verkauft. Für das Emirat hatte sich das Projekt zu diesem Zeitpunkt also bereits gelohnt. Ein bisschen Sand im Meer aufschütten, ein paar schöne Werbefilme machen und dann das neu gewonnene Bauland zu unglaublichen Preisen verkaufen. Ein Geschäftsmodell, das funktioniert hat. Aber warum wurden dann all diese Inseln verkauft, aber nie genutzt? Wer zahlt denn Millionen für einen Fleck Land, um rein gar nichts damit zu machen? Die Antwort hat mit einem Ereignis im Jahre 2008 zu tun, das den Immobilienmarkt weltweit erschütterte und den Grundstücksboom in Dubai auf einen Schlag beendete. Die weltweite Finanzkrise 2008 veränderte auf einen Schlag alles. Denn ihr Auslöser war zu einem großen Teil die Immobilienkrise in den USA. Über Jahre hinweg waren dort Immobilienkredite an Menschen vergeben worden, die sich eigentlich gar kein Haus leisten konnten. Aber durch die niedrigen Zinsen und einen zu wenig regulierten Bankensektor ging das einige Jahre lang gut, in denen die Immobilienpreise dadurch rasant anstiegen. Doch dann kam es zum Crash. Die Kredite konnten nicht beglichen werden, die Häuser mussten weit unter Wert zwangsverkauft werden und die Immobilienpreise fielen dramatisch, was zuerst die Banken und anschließend die ganze Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen hat. Jetzt könnte man zu Recht fragen, was die Immobilienpreise in den USA und unbebaute Inseln auf der anderen Seite der Erde miteinander zu tun haben. Aber der Immobilienmarkt ist wie die meisten Märkte global vernetzt und die Käufer der Inseln waren weder alles einfache Bürger Dubais noch irgendwelche internationalen Promis. Die meisten Inseln gingen an internationale Immobilienhändler, welche die Grundstücke bebauen und anschließend gewinnbringend vermieten oder verkaufen wollten. In der Zeit vor 2008 ein äußerst lukratives Geschäftsmodell, in der Zeit danach eher nicht so.
Solange die Immobilienpreise nur den Weg nach oben kannten und Dubai der heißeste Immobilienmarkt der Welt war, haben sich die größten Immobilienfirmen der Welt geradezu überboten, wenn es um neue Grundstücke in der Golfregion ging. Aber einige dieser Unternehmen überlebten die Finanzkrise nicht. Und für diejenigen, die es schafften, sah die Welt danach anders aus. Alle hatten viel Geld verloren. Und um das wieder reinzuholen, wurde erst einmal wieder weniger Risiko eingegangen. Riskante Luxusprojekte kamen in dieser Zeit also nicht so gut an. Und die Immobilienpreise in Dubai hatten sich dadurch schon fast wieder halbiert. Die Inseln waren aber schon im Besitz der Immobilienentwickler und so mussten sie eine Entscheidung treffen. Entweder die Sache durchziehen und weitere Millionen investieren, in der Hoffnung, dieses Geld am Ende wieder reinzuholen, wenn man die Inseln mit schönen Häusern oder Hotels drauf wieder verkauft, oder alle Bauprojekte auf Eis zu legen, die Verluste abzuschreiben und erst einmal abzuwarten. Die meisten haben sich verständlicherweise für Zweiteres entschieden. Und so blieben die Inseln erst einmal unbebaut, während die Besitzer auf bessere Zeiten gewartet haben. Die kamen tatsächlich, und zwar schneller als gedacht. Und ihr habt es sicherlich schon gesehen, als ich das Chart eben eingeblendet habe. Hier ist es nochmal, und man sieht ganz schön, dass sich Dubai schnell wieder von der Immobilienkrise erholt hatte und schon 6 Jahre später wieder neue Höchststände bei den Immobilienpreisen verzeichnen konnte. Aber warum konnte The World davon nicht profitieren? Es gibt keine eindeutige Erklärung, aber einige Indizien und ich würde die Situation mal so einschätzen. Bei so einem Projekt wie The World, bei dem nicht nur ein neues Gebäude, sondern ein komplett neuer Stadtteil oder in diesem Fall ja sogar eine ganze Inselgruppe aus dem Nichts errichtet werden soll, kommt es auf eine extrem wichtige Sache an, die hier nach 2008 gefehlt hat. Und das ist Momentum. Oder man könnte auch Hype sagen. Hört sich komisch an, aber lasst es mich erklären. Vor 2008 haben alle an das Projekt geglaubt und es hätte genug Menschen oder Unternehmen gegeben, die gemeinsam Geld investiert hätten. In wenigen Jahren wären viele Inseln bebaut gewesen und von da an hätte sich das Projekt natürlich weiterentwickeln können. Aber mit der Unterbrechung von 2008 war dieser Hype auf einmal weg. Plötzlich war man in einer Situation, in der jeder Angst hatte. Was passiert denn, wenn ich als Einziger ein Hotel auf meiner Insel baue? Wie blöd würde das aussehen und wie viel Geld würde ich damit verlieren? Und so wurde das ganze Projekt eine Hängepartie. Außerdem entwickelten sich auch die Ansprüche an Bauprojekte weiter und die ersten negativen Stimmen kamen auf, die zu Recht die Nachhaltigkeit und den ökologischen Schaden solcher Projekte anprangerten. Auch die Regierung von Dubai hat das Projekt mehr oder weniger links liegen lassen. Und so hat sich in 20 Jahren seit Baubeginn kaum etwas getan. Aber es ist auch nicht so, als ob in der letzten Zeit gar nichts passiert wäre. Ein paar Inseln sind inzwischen bebaut. Und die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Es gibt zwei mutige Projekte, die tatsächlich umgesetzt wurden. Das größere heißt The Heart of Europe, also das Herz von Europa, und verbindet direkt mehrere Inseln. Damit beschäftigen wir uns gleich. Das zweite Projekt ist das Anantara World Island Dubai Resort. Und ich möchte einen kleinen Test mit euch machen. Die Idee hinter The World war ja, die Inseln so zu bebauen, dass sie das jeweilige Land repräsentieren. Sowohl was Architektur, Kultur und natürlich auch das Essen angeht. Eigentlich ja eine schöne Idee. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder vom Anantara Resort und ihr müsst mir sagen, in welchem Teil von The World es liegt. Zumindest den Kontinent zu erraten, sollte ja machbar sein. Okay, das hier sieht vielleicht etwas arabisch aus. Hotelzimmer und Pool relativ Standard, vielleicht doch etwas Europäisches. Gut, so ein Spielplatz sagt wahrscheinlich nicht so viel aus. Habt ihr schon eine Idee, welcher Kontinent das sein könnte? Jetzt muss es aber offensichtlich sein. Diese antiken Säulen hier, besonders mit diesem Kringel hier oben, lassen sich ganz eindeutig zuordnen. Klassische argentinische Baukunst mit chilenischem Einfluss. Und daher liegt dieses Hotel natürlich im südamerikanischen Teil von The World. Aber Spaß beiseite, daran sieht man, dass dieses Konzept mit den verschiedenen Kulturen nur bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Es ist zwar eine nette Idee, aber wirklich einzigartig sind diese Inseln nicht. Und im Heart of Europe sieht es nicht anders aus. Auch wenn man sich hier zumindest ein bisschen oberflächliche Mühe gegeben hat. Das Côte d'Azur Hotel mit seinen Themenbereichen Monaco, Nizza, Cannes und Saint-Tropez kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Und hey, guckt mal, im Sweden Beach Palace haben die Häuser umgedrehte Wikingerschiffe als Dächer. Ob ich mich bei 50 Grad im Schatten wie ein echter Wikinger fühlen kann, weiß ich noch nicht, aber dann habe ich die deutschen Villen gesehen. Das hier soll Deutschland sein? Wo sind die Fliesentische, die Glasschalen in Salatoptik oder die Gartenzwerge? Wenn das hier Deutschland sein soll, dann fühle ich mich jedenfalls nicht besonders gut repräsentiert. Hotels sind doch einfach kein guter Ort für Individualität, weil sie ja sogar schon in verschiedenen Ländern gleich aussehen.
Und man muss ja auch offen für Gäste aus aller Welt sein und daher muss ein gewisser Standard erfüllt werden. Aber selbst wenn es jetzt keine wahnsinnig individuellen Themeninseln gibt, könnten die Hotels trotzdem erfolgreich sein? Sicher beantworten kann man das natürlich nicht, aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass sie aktuell wohl keine so guten Geschäfte machen. Wenn man sich so die Preise für eine Woche Urlaub anschaut, dann weiß man auch, dass hier nur eine bestimmte Zielgruppe überhaupt Urlaub machen kann. Und warum sollten wohlhabende Menschen sich ausgerechnet aussuchen, auf eine fast einsame Insel zu reisen, auf der man kaum etwas machen kann und von der man nur per Boot oder Helikopter wieder runterkommt? Wäre die Idee von damals wirklich umgesetzt worden und alle Inseln schon bebaut und zu einem Freizeitparadies der Reichen und Berühmten geworden, dann hätte das etwas anderes werden können. Und wenn der Hype um Dubai sich nicht in den letzten Jahren abgekühlt hätte, dann wäre zumindest ein Szenario wie bei der ersten Palmeninsel drin gewesen. Aber mit diesen halbgaren Versuchen, Hotels auf der Insel zu etablieren, wird man den Traum von damals sicherlich nicht erreichen können. Die meisten Menschen, die es sich leisten können, bevorzugen dafür einfach die echte Côte d'Azur vor der Kopie. Und solange das so bleibt, werden die meisten Inseln vor Dubai sicherlich bis auf weiteres leer bleiben. Dieses Video hier war ein kleines Experiment von mir, und zwar wollte ich schon immer mal längere Videos machen und ein Thema wirklich detailliert und hoffentlich trotzdem unterhaltsam analysieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat die Recherche definitiv super viel Spaß gemacht, auch wenn es unglaublich viel Zeit gekostet hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch auch längere Videos von mir gefallen. Und falls das so ist, dann gebt dem Video doch auch gerne einen Daumen nach oben. Schaut auch gerne noch eins von meinen weiteren Videos über andere Bauprojekte in der Region, zum Beispiel dieses hier über Dubais 500 Meter hohen Hochhausring um das höchste Gebäude der Welt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.